Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Powered by a like und a plus. Tür 13. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Ich weiß, ihr vermisst wahrscheinlich die regulären Folgen, denn Tuesday ist Shoesday, aber jetzt ist gerade Everyday Shoesday und das ist, glaube ich, was ganz Gutes, oder Adrian? Safe, mega geil, oder also, nicht? Genießt es. Ja, ich wollte gerade sagen, gewöhnt euch ja nicht dran, also das ist jetzt hier so ein Ausnahmeding und dann können wir da nächstes Jahr noch drüber sprechen, denn eigentlich war der Adventskalender ja im Vorfeld gar nicht so richtig thematisiert, bis Adrian in Folge 200 auf einmal von dem Weihnachtsgeschäft sprach, was im Einzelhandel chefseitig immer sehr gern gesehen ist, aber mitarbeitermäßig natürlich so lala ist. Aber dann saßen wir im Boot und jetzt sitzen wir hier im Boot bei A+. Und ja, haben jeden Tag eine neue Folge für euch. Also an all diejenigen, die jetzt erst einschalten, gerne noch die vergangenen Türchen anhören und dranbleiben, denn wir haben noch ein paar Türchen vor uns. Und heute soll es mal wieder um LPUs von mir gehen. Es ist so ein bisschen, ja, wie sage ich das am besten? Heute wird ein anderes, neues Kapitel aufgemacht an meinen Füßen, würde ich fast behaupten, wo ich Anfang des Jahres und auch die Jahre zuvor nie damit gerechnet hätte, dass mich das irgendwann mal catchen würde und call me Hypebeast, call me whatever. Aber ich fange mal an, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Freunde. Und zwar Adidas Gazelle, in diesem Fall Gazelle Indoor, in diesem durchaus sommerlichen Colorway. Und ich erinnere mich noch, dass Adrian meinte, dass das, glaube ich, ein kurzes Freudespiel wird. Und da habe ich dann, glaube ich, gesagt, dass das dann halt eine schöne Sommerromanze wird. Und ich muss gestehen, ich hatte den Schuh ganz, ganz selten an. Ja! Was aber auch ein bisschen darin liegt, dass mir da die passende Hose zu gefehlt hat. Weil ich finde, mit so einer blauen Jeans ist die Farbe jetzt nicht so geil. Mit so einer All-Black-Jeans ähnlich das Dilemma, wie du hattest mit deinem UNC-Vierer Jordan aus einem vergangenen Video, aus einer vergangenen Folge. Das Dilemma habe ich mit dem schon ein bisschen, dass ich den im Sommer halt auf kurze Hose ab und zu mal gerockt habe. Aber weniger als erwartet. Ich finde den aber noch immer geil. Und ich werde den auch behalten und im Sommer nächsten Jahres oder im Frühjahr wieder auspacken. Nur um es mir dann zu zeigen, dass es dann nicht... Nein, wirklich. Es kamen im Nachgang auch noch ein paar geilere Colorways raus, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen was Schlichteres. So Gucci angelehnt. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber ja, für mich ist es der geworden. Das war auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und ich mag das. Ich hätte es selber nicht erwartet, dass ich irgendwann eine Gazelle rocken werde. Und ich finde den Schuh einfach... Ist einfach ein schönes Ding. Hatte jetzt Glück, den auch ein bisschen günstiger schießen zu können, deswegen ärgert es mich nicht so krass, weil regulär kosten die, glaube ich, 120 oder 130 Euro. Aber dadurch, dass mir der Adidas Samba auch leider gar nicht am Fuß passt und auch da könnt ihr mich gerne Hype-Kid schimpfen, aber ich finde den momentan, dadurch, dass man ihn halt viel sieht, finde ich ihn halt deutlich stärker als vorher noch und hätte gerne einen, aber es soll einfach nicht sein und dementsprechend muss ich mit dem Gazelle erstmal Vorlieb nehmen und das tue ich auch sehr, sehr gerne. Und Stichwort Adidas Samba Alternative. Da hole ich jetzt direkt mal zwei LPUs raus, die auch tatsächlich leider beide noch Deadstock sind, weil mir einfach die Füße und die Zeit fehlen, die zu tragen. Adidas Handball Spezial. Geiler Schuh. Auch da hätte ich niemals erwartet, dass ich sowas irgendwann mal anziehen würde. Aber ich habe die gesehen und dachte so, ey, die sind nice, die gefallen mir auch persönlich besser als der Adidas Samba. Das ist mit der Gazelle jetzt nicht so der Fall. Aber als ich die dann gesehen habe, dachte ich so, okay, komm, probier's aus. Hatte so ein bisschen das innere Dilemma, dass ich kein Handball spiele und Adidas Handball. Und hatte dann im Austausch mit Fabian, liebe Grüße, hat er gesagt, komm, mach mal einfach, du spielst ja auch kein Basketball, so nach dem Motto, und rockst dir Jordans. Und ich bin, den fandst du geil, ne? Den Pinken, ja, gebe ich dir den mal. Passt schön. Auch wer zum T-Shirt. Bin ich happy, dass ich mir die gekauft habe. Auch wenn sie jetzt nicht getragen wurden, Platzgründe technisch, ist es auf jeden Fall ein schönes LPU und mittlerweile ja auch in Schwarz gerne gesehen oder auch der hellblaue. Da mache ich auch Auge. Das ist so ein Schuh, da kann ich mich irgendwie nicht so richtig satt kaufen, weil ich alle nice finde. Und das Gute ist, dass das ja wirklich, und das trifft jetzt nicht auf alle LPUs zu, aber durchaus zeitlose Schuhe sind. Der pinke jetzt vielleicht nicht so krass, aber ey, den... Also wann soll der aus der Mode gehen? Und selbst wenn ich den nur 4-5 Mal im Jahr rocke, reicht es für mich zu sagen, dass es halt durchaus ein guter LPU war, den ich auch nicht bereue. Ich hätte es wahrscheinlich bereut, wenn ich den hellblau noch genommen hätte, ehrlicherweise. Aber ja, ich finde die Farben geil. Da kam jetzt ja, glaube ich, auch eine Maharishi-Collab kürzlich raus. Und ja, all in all
ey, hätten wir Anfang des Jahres darüber gesprochen oder hätte man uns jetzt einfach die Schuhe aus den LPU-Videos gezeigt, auch bei dir kürzlich mit dem Mizuno, mit Salomon, was da nicht alles bei war, hätte ich auch gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Könnte passieren, genau. Eher weniger. Aber an dir ist dieser Terrace-Hype so komplett vorbeigegangen bisher, ne? Ich bin da raus. Also, ich muss ehrlich sagen, den würde ich mir schon zulegen. Also, leider ja sowohl Grau und Pink Women's ja, Exclusives. Deswegen, der würde es schon machen, aber ich weiß nicht. Das, also, es sieht bei mir so ein bisschen nach Verkleidung aus, wenn ich diese Silhouette anziehe. Und das ist jetzt nicht, weil er irgendwie Handball-Spezial heißt, sondern aber einfach, ich weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall ein krasser Umbruch mit ja, dem bisherigen Schuh-Style und vielleicht auch mit den bisherigen LPUs. Aber ich will es nicht komplett ausschließen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass ihr das mal bei mir sehen würdet. Da muss ich auch sagen, wir hatten ja den Puma, den ich in der vergangenen Episode schon hatte, auch. Der fällt da ja auch so ein bisschen rein, styletechnisch. Ja. Dass Puma da auch halt viele gute hat, aber die ähneln sich alle halt so ein bisschen zu sehr, als dass man dann jetzt unbedingt den Erstbesten kaufen müsste, auch zu einem erstbesten Preis dann. Deswegen, man kann da geduldig abwarten. Auch beim Handball-Spezial, die waren anfangs sofort ausverkauft, als du damals den Pinken sogar als General Release der Woche hattest bei Outback Sylt. Liebe Grüße. Da waren die halt auch ratzfatz weg und mittlerweile bekommt man die halt glücklicherweise ähnlich wie Adidas Sambas halt normal im Retail, ne? Und klar gibt's hier und da immer noch welche, die irgendwie denken, da jetzt Kohle mitmachen zu können. Das funktioniert glücklicherweise nicht und dementsprechend, ja, wenn ihr Bock habt auf eine Samba-Alternative, Gazelle Indoor, echt gut, Handball-Spezial, in meinen Augen noch besser, also wirklich schönes Ding, wobei man auch sagen muss, vielleicht bei allen so die Gumsole, die reißt da natürlich so ein bisschen was mega, raus, ne? Mega. Aber ja, das war's hier von meinem, ich will's fast alter Ego schimpfen, leider alle nicht so richtig am Fuß gehabt, aber froh, die zu haben. Und ihr wisst, bei mir ist die Devise, haben es besser als brauchen. In diesem Sinne, Freunde, hören wir uns spätestens morgen wieder beim nächsten Türchen. Macht's gut, ciao. Tschüss.